Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch heute, aber wirklich. Letztes Mal habe ich ja in einem Matchmaking gesagt, dass es ein Overwatch sei. Jetzt sind wir aber richtig hier. Auf Mirage und wir gucken mal, was da abgeht. Ne? Letztes Mal hatten wir diesen Smurf am Start, der nicht gehackt hat, oder zumindest war ich mir da ja sehr sicher. Oder wir waren uns da alle ziemlich sicher, dass er nicht am Hacken war. Ja, da hatten wir einen Smurf auf, was weiß ich für eine Elo, was er gespielt hat. Aber wie sieht's hier aus? Hier haben wir einen Kassierer oder was? Wer da einfach nur wartet. Dann blocken sie sich auch noch. Okay, okay. Hm? Aber was würdet ihr hier sagen? Ihr könnt natürlich gerne direkt am Anfang schon mal schreiben, was ihr so vermutet. Und danach einfach euren Kommentar abändern, beziehungsweise aktualisieren oder neuen schreiben, wie auch immer. Die Gegner haben sich auf jeden Fall verteilt. Also, sie haben die Bombe fast alleine gelassen. Es ist nur dieser eine hier, der jetzt aber schon zerfistet ist. Und der andere dümpelt auf Mitte rum. Und ja, kann eigentlich, selbst wenn er hinrennen würde, nicht mehr rechtzeitig kommen. Obwohl, doch, er hätte es, glaube ich, noch vielleicht mit Durchrennen schaffen können. Aber so natürlich nicht. Ach, das war schon ein Rundenwechsel. Okay. Hm. Ja, ich habe jetzt heute wieder angefangen, Overwatches zu... Also, heute ist das erste jetzt wieder. Ich habe ja letztens vorm Urlaub 3 oder 4 am Stück gemacht. Und da wurden die dann zum Ende hin auch richtig gut. Also, so, dass man halt sagen konnte, da ist wahrscheinlich gar nichts im Busch. Wie jetzt bei unserem Smurf halt gegen Ende. Naja, naja. Habt ihr eben gesehen, wie die 2 Schüsse reingingen? In den einen, der weglief, obwohl er gar nicht mit dem Fadenkreuz drauf war. Die gingen einfach wie über ein Magnet rein. Dab, dab. Hm. Oh, er springt sogar hoch. Hatchet will es unbedingt wissen. Gegen ihn hier. Ja. Ich kam, bin wieder gut angekommen jetzt. Also die Woche hat schön angefangen. Wir haben unsere beiden Streams schon gemacht. Heute ist der 3. Stream, also am Freitag heute um 22 Uhr. Und bin auch wieder gut im Drive drin. Also weil mich einige gefragt haben, ob ich im Alltag schon wieder gut angekommen bin oder ob ich gut angefangen habe. Und ja, es läuft. Das war natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise auch entspannt, keine, also mich nicht jeden Tag hinzusetzen und Videos machen und so weiter und so fort. Also ne, man muss ja, man überlegt sich dann immer irgendwie was oder denkt sich jetzt immer dies, das, links und rechts und hin und her. Das war schon auf jeden Fall entspannend für die Rübe. Mal eine Woche nichts zu machen, aber da fehlt auch dieses gewisse Etwas, fehlt dann halt im Tag, ne? Man hat dann so eine komplette Dümpelei und hat nicht dieses, zumindest dieses kleine, jetzt nicht zwingend Highlight, übrigens von links kommt einer, der ihn gleich dödelt, ich weiß nicht, was er, also einer ist ganz close gewesen auf City. Und falls wir ihm jetzt einfach mal zum Beispiel ein Aim Vision Assist unterstellen wollen würden, müsste er den eigentlich gesehen haben auf City, oder? Also der war ja wirklich in seinem... Da war ja so schon fast sichtbar, der letzte CT, der jetzt da rumdümpelt, ne? Hm. Oh, da wird er noch geneift. Von der Ente. Bittere Pille. Ganz, ganz bittere Pille. Mal kurz in meinen Jumble weg. Ich habe vorhin noch das Handy auch lautlos gemacht, weil es meistens in ungeschnittenen Videos wie dem hier, da kommt es dann vor, dass du angerufen wirst, wo du es nicht rausschneiden kannst. Darum immer schön die Sachen auf lautlos machen. Oh, die sind zu zweit unter ihm. Er, also ich denke, er zeigt uns jetzt ziemlich offensichtlich, welcher Hase bei ihm so am Laufen ist. Leider, leider. Aber naja, so jemand möchte auch gebannt werden, ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit Wagnet läuft. Nicht wann es kommt, sondern wie es dann ist, wenn es da ist. Also ob man wirklich solche Fälle dann nicht mehr hat. Also auch im... Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob das hier für ein Programm, das es abtastet, so offensichtlich oder so sichtbar ist wie für uns. Aber zumindest solche Leute wie halt Spinbotter oder Leute mit einem abnormal krassen Aimbot. Ne? Wir haben ja schon Leute gehabt, die durch die gesamte Map tap, 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 tap schon immer wieder einlocken, dass solche Sachen dann weg sind. Ne? Ob sie dann weg sind. Oder ob es dann doch nochmal eine Überprüfung geben muss. Wahrscheinlich nicht, ne, also... Kann ich mir nicht vorstellen. Gerade bei sowas ausgereift und dann, wie eben Wagnet. Da sind sie ja so lange am Hasseln. Ich weiß nicht, wann das erste Mal im Gespräch war, beziehungsweise wann das erste Mal Code-Teile oder sonst was gefunden wurden. So wie es halt immer bei den anderen Sachen ist, bei den DLCs, die dazukommen. Ich glaube, es ist schon ein Weilchen her. Schon einige Jahre, oder? Ich glaube schon. Und ja, irgendwann ist es ausgelernt und dann sollte es eigentlich auch in der Lage sein, ohne weitere Überprüfung durch den Menschen, zumindest die ganz, ganz harten Sachen ausfiltern zu können, die ja scheinbar nicht hart genug für Wack sind. Ja? Ich meine, das ist... alleine bei Wack war es ja schon so eigentlich gedacht, dass du halt bei der Detection
aus dem laufenden Spiel herausfliegst. Ich meine, manche berichten ja auch davon, dass jemand auf einmal weg ist aus dem Spiel, weil halt dann scheinbar irgendwas erkannt wurde. Aber man sieht so unglaublich viele wirklich harte Hackereien im Overwatch. Also jetzt nicht so Sachen, wo man sagt, schwierig, ne? Da sieht man nur, das sieht man nur als absoluter Profi, sondern man es ist erkennt wie ein Blinder mit einem Krückstock, ja. Und dann denkt man sich, was ist hier los? Also, warum das nicht? Aber ja gut, ich bin nicht in deren Team. Ich weiß nicht, was wie WAC überhaupt im Vorfeld aufgebaut wurde. Und ob man sich auch überhaupt vergleicht mit anderen. Es gibt ja auch andere Anbieter von Anti-Cheat-Programmen. Und ich weiß nicht, ob man sich auch mal umschaut und guckt, ah, wie machen das denn die anderen? Beziehungsweise, ob es dann nicht... ob es dann nicht vielleicht sogar... ein Treffen oder sowas gibt, so von wegen, hey, wir verfolgen alle das gleiche Ziel, wir wollen, dass die Cheater gebastelt werden, ne? Darum, wenn ein Entwicklerteam ein richtig geiles Programm am Start hat, dann kann man das doch auch teilen, ne? Dann sagt man, hey, ich habe hier einen Durchbruch oder sowas erlangt, guckt euch mal das an. Klar kann man nicht man kann es nicht einfach so übertragen, beziehungsweise nicht 1:1 übernehmen. Man muss sicherlich Dinge umschreiben, dass es halt auch für eine komplett andere Umgebung, also Spielumgebung eben funktioniert. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Erstmal kann ich 1:1 das gleiche darüber nehmen, aber man kann die Idee dahinter ja nehmen und die übertragen. Das würde mich schon interessieren, wie da gearbeitet wurde die letzten 10 Jahre meinetwegen, oder die letzten 15 Jahre oder so. Ob man überhaupt nach außen schaut oder ob man in seinem Keller hockt und einfach nur versucht, dagegen anzukommen, gegen das, was kommt. Und dann gibt es wieder eine neue Welle an Hacks, die man endlich kriegt und bannen lassen kann, automatisch. Aber dann rüsten die Hacker ja wieder nach. Ja, und dann ist man immer so einen Schritt hinten dran. Ich frage mich, ob da jeder für sich alleine kämpft oder ob das im Konglomerat passiert. Okay, Leute, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann gleich im Livestream, beziehungsweise bald. Der Stream heute ist ja erst um 22 Uhr. Und ich versuche trotzdem, die Videos wieder jeden Tag um 17.45 Uhr zu bringen. Darum ist es halt noch ein bisschen hin zum Stream, ja. Aber schreibt euch schon mal irgendwo auf. Livestream heute Nacht, kommt einfach dazu. Und dann dümpeln wir ein bisschen rum. Wird spaßig. Haut rein, ciao, ciao.